Wir heißen jeden willkommen, der sich jetzt hier eingeschaltet hat, um diese gemeinsame Zeit mit uns zu verbringen. Amen. Herzlich willkommen. Super, dass du wieder dabei bist. Ja, wir haben wirklich viele schon gehört, die mit Sehnsucht darauf warten, ermutigt zu werden, Veränderungen einzuleiten in diesem Glaubensleben, was wir alle führen. Und wir haben gebetet, dass Veränderung kommt. Ja. Und wir haben heute... Also auch in deinem Leben Veränderung kommt. Dass wirklich ein Eingreifen Gottes kommt und dass die Dinge, die jetzt eben schwierig oder mühsam sind, dass es richtig Veränderung gibt. Genau. Und das beten wir auch für uns, dass in unserem Leben sich das Wort Gottes als starke Kraft der Veränderung zeigt und dass wir uns der Veränderung zu ihm hin immer mehr anpassen, dass wir immer mehr mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, immer schneller werden im Hören und schneller werden im Tun, dass wir immer mehr in sein Wort uns reingraben, dass wir immer mehr drin forschen und die ganzen Edelsteine und Perlen aus seinem Wort herausholen können und dass sie uns wirklich zum Nutzen werden. Siehst du, ich hätte jetzt gesagt Nuggets. Nuggets, du bist ja auch englisch gepolt. Ich bin ganz deutsch. Ich sage Edelsteine und Perlen. So, und ein Edelstein oder die Perle, wie auch immer man das nun bezeichnen möchte, habe ich gefunden hier in Lukas 4. Die Stelle, die kennt ihr alle und sie ist eine ganz, ganz wirklich wichtige Stelle für unser Leben. Und es ist eigentlich, jetzt sage ich das mal, die Job Description, die Ausrichtung, das, was wir als Beauftragung als Kinder Gottes haben. Ja. Siehst du, jetzt hättest du mal den Vorteil gehabt, dass du so ein kompliziertes englisches Wort hättest sagen können. Job Description. Job Description. Das ist extrem kompliziert. Ach, das ist so klasse. Jedenfalls geht es um den Auftrag. Es geht darum, was in den Propheten angekündigt wurde, dass Jesus gekommen ist. Und in diesem Text wird uns geschrieben, welchen Auftrag Jesus hatte. Ja. Und welchen Auftrag du hast. Und ich habe. Deine Jobdeskription. Und wir alle haben. Ja. So, du findest diesen Text in Lukas 4. Ab Vers 16 bis 19. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Ja. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ja. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Ja. Und Blinden, dass sie wieder sehen. Halleluja. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und das Halleluja. Ist das, was wir, wo wir uns immer mehr rein vergraben wollen, wo wir immer mehr forschen wollen. Was heißt das denn für uns? So, und heute ist wieder ein Zeitpunkt, wo wir dieses Ausrufen machen wollen. Genau. Wir rufen das Gnadenjahr des Herrn aus. Ja. Also diese Bibelstelle hier ist wirklich etwas, das solltest du dir rot, grün und gelb anstreichen. Ja. Das ist von größter Bedeutung, weil das ist das, was eigentlich unser Job ist, als Kinder Gottes. Ja, tatsächlich eine Job Description. Ja. Ne? Wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Erstens, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ja. Das heißt, den Menschen muss das Evangelium verkündet werden. Die gute Botschaft muss den Menschen weitergeben. Arm ist jeder, der sie nicht gehört hat. Arm ist jeder, der das Evangelium nicht kennt. Das stimmt. Das sind die Armen, ja? Ja. Die wirklich geistig Armen. So, ne? Dann geht es weiter. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Ja. Die Botschaft weiterzugeben, hey, es gibt Gebunden. Freiheit. Es gibt Freiheit, du kannst frei werden. Und dann geht es hier weiter. Und Blinden, dass sie wieder sehen.
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Ja. Das sind Dinge, die gelten für dich und mich. Die Blinden, die Leute, die in Not sind, die in Gebundenheit sind, gefangen sind. Wir sind dazu gesetzt, sie freizusetzen. Wir sind dazu vom Herrn beauftragt, sie in die Freiheit zu bekommen. Ja. Das ist der Job, den Jesus gesagt hat, dass es seiner ist. Und wir als seine Nachfolger, als seine Jünger sind genau dazu berufen. Yes. So, und dieses Wort verbindet sich in meinem Geist immer wieder damit, mit einer neuen Hingabe an seine Ziele, an seinen Auftrag. Eine Hingabe meines ganzen Lebens, wo ich nichts aussparen will, wo ich nichts außen vor lassen will, sondern wo ich sage, Herr, alles das, bring es mir bei, zeig mir, wie das geht, rede zu mir, wie auch immer du redest, damit ich das kapiere, damit ich es umsetzen kann und damit ich dir immer ähnlicher werde. Yes. Das ist Hingabe meines Lebens an ihn, an diesen Auftrag, den er uns gegeben hat. So, in diesem Sinn wollen wir jetzt miteinander beten, uns wirklich in dem Bewusstsein dieses Auftrags an Jesus wenden und ihm sagen, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns gesetzt hast, dass du uns dazu gesetzt hast, dass wir hingehen und Frucht bringen sollen und dass unsere Frucht bleibt. Herr, wir wollen eine bleibende Frucht in unserem Leben erwirken. Wir wollen in der Berufung, die du auf unser Leben gelegt hast, wir wollen darin wandeln. Wir wollen in dem Hören auf dein Wort, in dem Ausrichten auf dein Wort. Wir wollen darin stark werden. Wir wollen darin gegründet sein. Unsere Wurzeln sollen tiefer werden. Yes. Wir wollen nicht ein vertrockneter Baum in der Wüste sein, der irgendwie rumsteht und irgendwann abgehauen wird oder umfällt und verbrannt wird. Sondern wir wollen Leute sein, die einem Baum gleichen, der an Wasserbächen gepflanzt ist und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und immer wird er gespeist aus diesem Wasser des Lebens, aus dieser Quelle des Heiligen Geistes. Und Herr, wir beten, dass wir Menschen sind, die gepflanzt sind an dir, die mit deinem Heiligen Geist ernährte Menschen sind und die Frucht bringen für dich. In Jesu Namen. Yes. Herr, und hier in dieser wunderbaren Bibelstelle da hören wir, wie du selbst gesagt hast, was wir zu tun haben. Und wir bitten dich darum, dass wir das verstehen und dass wir das ernst nehmen. Wir bitten dich darum, dass wir nicht nur irgendwelche Leute sind, die irgendwie in irgendwelchen Gemeinden ein kleines Pöstchen haben, sondern dass wir Leute sind, durch die du genau das tust. Dass die Blinden sehend werden, dass die Gefangenen frei werden, dass die Menschen, die zerschlagen sind, dass sie einfach rauskommen aus dem Problem. Und dass du uns gebrauchst, um diese Menschen um uns herum, die so in Not und Elend absaufen, die so im Bedrängnis sind, denen die Hand zu reichen und sie wirklich hinzuziehen auf das feste Fundament, auf das du uns gestellt hast. Herr, und wir wissen, in den vor uns liegenden Monaten, in den vor uns liegenden Jahren wird das noch viel wichtiger. Die Leute werden in unvorstellbare Probleme kommen. Und wir sind diejenigen, die diesen Job aufnehmen müssen und ihm wirklich zum Heil und zum Segen verhelfen müssen, indem wir dich zeigen, indem du dein Licht durch uns leuchten lässt, indem du dich verherrlichst durch uns. Herr, wir wollen diese Job-Description ernst nehmen als deine Kinder. Wir sind Leute, die sagen, tu das durch uns. Leite uns durch deinen Geist. Führ uns da hinein. Wir wollen nicht irgendwelche Couch-Potatoes sein, sondern wir wollen Leute sein, die wirklich an der Front sind, die wirklich gebraucht werden, Kämpfer für das Reich Gottes, Herr. Yes. Das ist unser Herzenswunsch. Yes, Amen. Yes, Rabossa Kapatia. Herr, wir haben deinen Ruf gehört, dass du gesagt hast, macht euch bereit. Ja. Und wir wollen Leute sein, die bereit sind, die aufgestanden sind, die nicht mehr zurückhalten, die sich nicht mehr in ihr privates Leben zurückziehen, sondern einfach wirklich Licht für dich sind. Ja. Und wir danken dir für das, was du in unserem Leben tust. Auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir hier zusammen sind, wir beten, dass du Herzen öffnest, damit der Heilige Geist gehört wird, damit Jesus, du selbst, Jesus gesehen wirst, dass Hoffnung kommt, Ermutigung kommt, dass Erfrischung kommt, Erfrischung des Geistes, Erfrischung kommt vom Angesicht des Herrn. Wenn wir ihn anschauen, werden wir erfrischt und gesehen.
gesegnet werden. Das ist ein biblisches Prinzip. Und Herr, wir wollen dir danken, dass du der Herzensöffner bist. Du bist der, der unsere Herzen in seiner Hand hat und unsere Herzen formst, damit wir hingehen und Frucht bringen. Halleluja. Und dass unsere Frucht bleibt. Amen. Amen. Heute, yes. Heute geht's um zwei ganz coole Sachen. Oh, ja. Die haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, aber im Grunde genommen doch. Das erste Thema ist die Morgenröte. Hier, cool. Wirklich richtig interessant. Das andere Thema ist, ja, ich sag mal, das zweifache Wirken des Heiligen Geistes oder das mehrfache Wirken des Heiligen Geistes. Das betrifft wirklich jeden von uns. Ja, ja, jeden, der Christ ist, jeden, der wiedergeboren ist, da muss er sich nach ausstrecken. Den wir alle haben müssen und wo wir immer wieder da gucken müssen und reingucken müssen. Aber bevor ich dir jetzt hier die Gelegenheit die Plattform überlässt, ja, genau, die Jobdeskription, habe ich hier doch auch noch mal ein Wort zur Stunde. Das hatte ich schon verschiedentlich vorgelesen und ich hatte einfach den Eindruck, ich muss es noch mal loswerden. Das ist mein Lieblingszitat in der jetzigen Phase. In und der dann wir auch uns noch befinden. Politisch. Ist auch politisch, hochpolitisch sogar, ein Zitat von Gustav Heinemann. Gustav Heinemann war Bundespräsident von 1969 bis 1974. Da war ich sogar schon auf dem Globus. Und, wirklich. So, und der hat Folgendes gesagt. Und ich sage, das ist eine zutiefst richtige, korrekte, geistliche Aussage. Und das möchte ich auch jedem sagen, der meint, er muss kuschen vor den Politikern und er muss irgendwie alles, was hier gesagt wird, gutheißen und stets und ständig zu allem Ja sagen und das abnicken. Okay? Hier. Gustav Heinemann hat Folgendes gesagt. Die Grundlage der Demokratie, das ist gut, ne? Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität. Das sollte sich jeder Politiker mal in die Ohren schreiben. Und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Die Grundlage ist die Souveränität des Volkes und nicht diejenigen, die die Herrschaft haben. Okay, nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Ich schätze das, weil das ist ein echter Demokrat gewesen. Und das ist etwas, was wir wirklich dringend, dringend brauchen. So, und jetzt? Und wo wir denken, dass jetzt die Zeit schwieriger und enger wird in dem demokratischen Bewusstsein. Ich hatte einfach auf dem Herzen, das wirklich nochmal vorzulesen, weil ich glaube, dass Leute, die so denken, die so ein Verständnis haben, das sind die, die wir brauchen. Und das sind leider die, die wir so wenige haben. Okay. Yes. Also aber jetzt betest du für mich. Jetzt sind wir für dieses politische Thema vorbei. Jetzt geht es um die wichtigen Sachen. Ja. So, heute müsst ihr ganz viel Gnade mit mir haben, habe ich den Eindruck. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan in dieser Woche, tatsächlich mein Thema für heute Abend zu formulieren, darin zu arbeiten. Ich habe dann zu Martin gesagt, oh, ich weiß nicht, soll ich das, soll ich nicht? Dann hatte ich es wieder zur Seite gelegt. Dann hatte ich gebetet und der Herr hat es wieder betont. Und so, jetzt möchte ich euch einfach in dieses Thema mit reinnehmen und wir schlagen uns gemeinsam mal da durch. Und ihr habt es vielleicht in der Vorankündigung gelesen. Es geht um diesen Begriff, um diese Zeit der Morgenröte. Und die Bibel spricht ja von ganz, ganz unterschiedlichen Zeiten. Und die Zeit, in die wir reingekommen sind jetzt, das ist wirklich eine besondere Zeit. Und diese Zeit der Morgenröte, diese Zeitphase vor dem Beginn des Tages, um die geht es. Und das ist ein prophetisches Bild. Es ist eine prophetische Aussage. Es ist etwas, was ich in dieser Woche ganz stark auf meinen
meinen Geist und mein Herz gelegt hat, dass ich darüber nachdachte, was hat die Morgenröte denn mit mir zu tun, mit meinem Leben, mit meinem Glauben, was ist das? Und ich war erst so ein bisschen so auf Abstand und habe gedacht, oh, keine Ahnung, weiß nicht und so. Aber es ist ein prophetisches Zeichen in einer außergewöhnlichen Zeit, in der wir jetzt leben, in die wir alle reingekommen sind. Vielleicht haben manche von euch gedacht, als das mit Corona anfing, oh ja, das ist wirklich schlimm, das ist wirklich krass, das ist eine ganz furchtbare Krankheit. Und ich glaube auch, dass die Leute, die wirklich von dieser Krankheit, von dieser Grippe betroffen sind oder werden, dass das wirklich heftig ist. Wir haben Freunde, die davon betroffen waren und denen es auch wirklich nicht gut ging und die echt zu kämpfen hatten. Wir haben in der Zeit sehr viel gebetet, dass sie stark sind und ich proklamiere heute immer noch, dass wir für unser Immunsystem beten, dass unser Immunsystem stark ist, dass wir proklamieren, dass der Herr seine Hand auf unseren Körper legt. Er ist nicht nur daran interessiert, dass unser Geist irgendwie durchkommt. Ja, es stimmt. Unseren Körper werden wir nicht in die Ewigkeit mittransportieren, aber der Herr möchte auch uns ganzheitlich versorgen. Und deshalb legt er auch seine Hand auf unseren Körper. Und insbesondere eben in dem Kontext zu Corona, ich proklamiere, dass unser Immunsystem, dein Immunsystem, mein Immunsystem stark ist, dass die Tore des Immunsystems im übertragenen Sinn hochgezogen sind, geschlossen sind, dass die Viren nicht da eindringen können und uns lahmlegen können, sondern ich proklamiere, dass wir den Sieg in unserem Immunsystem erfahren. Und ich proklamiere, dass wer Medikamente nehmen muss, vielleicht jetzt auch zur Zeit, dass diese Nebenwirkungen dir nicht zum Schaden werden. Ich proklamiere, dass du schnell zu Kraft kommst, dass der Herr ein übernatürliches Werk seiner Gnade an dir tut, an deinem Körper. Und wenn wir von körperlichen Beeinträchtigungen, von Bedrängnissen, von diesen Dingen sprechen, so sprechen wir auch immer davon, dass dann auch unser Geist in Bedrängnis ist. Denn wer Schmerzen hat, wer bedrängt ist durch Krankheit, der mit Medikamenten unterwegs ist, der ist auch im Geist angegriffen. Seine Seele wird bedrückt, er ist ermüdet, er ist runtergeschlagen, er ist frustriert. Und die Leute unter uns, die jetzt schon länger mit Krankheiten kämpfen, die wissen das, dass solche Dinge einen sehr stark angreifen und der Feind versucht, uns mürbe zu machen, dass wir nicht mehr auf den Herrn schauen und dass wir nicht mehr das Wort der Gnade proklamieren und über uns aussprechen. Ich bete, dass du lernst, in den Dingen Gottes zu wachsen, dass du Hände auf deinen Körper legst, dass du Abendmahl nimmst, dass du wirklich betest, dass dir Medikamente in den Nebenwirkungen nicht zum Schaden werden, sondern dass du dadurch eine Unterstützung in deinem Körper hast. Und ich bete, dass du lernst und empfängst von Gott, dass er seine Hand auf deinem Leben liegen hat. Er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht versäumen, er wird dich nicht verpassen. Und ich bete, dass du ganz stark wirst in diesen Dingen, das zu proklamieren, das auszusprechen über deinem Körper, in diesen Dingen zu leben und verheißungsorientiert für dich und deinen Körper und deinen Geist und deine Seele und deine Kinder und deine Habe und dein Equipment und all deinen Besitz, dass du das aussprichst. Und du wirst sehen, wenn du darin lernst, wenn du darin stärker wirst, es wird dir und in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, wirst du aufsteigen. Und das betrachte ich manchmal wie dieses Aufsteigen mit Flügeln wie Adler. Wir erheben uns über diese Dinge. So, also wie gesagt, ihr müsst jetzt mit mir ganz treu durch diese Bibelstellen gehen oder durch dieses Thema mit der Morgenröte. Und ich bin gespannt, wie wir da
nachher landen werden. So, also angefangen hatte es eigentlich vor 2, 2,5 Wochen. Und ich hatte ein Buch gelesen von Rick Joyner. Das sollte ich lesen, damit ich beurteilen kann, ob wir das bei uns in den Shop mit aufnehmen. Und so habe ich mich in dieses Buch vertieft. Und ich muss sagen, die ersten Seiten haben mich doch schon ganz schön mitgenommen in dieses Thema, das Heer der Morgenröte. Und in diesem Buch, da geht es einfach darum, dass wir in einer bestimmten Zeitphase angekommen sind. Also wer jetzt immer noch denkt, wir gehen einfach wieder, wenn Corona vorbei ist, wir gehen einfach wieder dahin, wo wir vorher waren, das glaube ich wirklich nicht mehr. Sondern wir haben einen prophetischen Zeitpunkt wohl erreicht und der ist mit dieser Morgenröte wohl verbunden. Und ich habe dann in einer Gebetszeit mit unseren Nissi-Betern auch gehört von jemand. Sie hatte auch einen ganz starken Eindruck von dieser Morgenröte, von diesem Wort. Und dass sie gesagt hat, ja, der Herr weckt mich nachts zwischen 3 und 6 und ich bete. Ich bin da wie ein Wächter auf der Mauer und ich bete in diese Morgenröte-Situation, in diese Phase der Nachtwache bete ich hinein. Und dann hat mich das wirklich inspiriert. Ich hatte bei diesem letzten Predigtthema über Esther, hatte ich auch schon einen Teil aus diesem Buch vorgelesen. Und es war wirklich so, dass diese ersten Buchseiten und das ganze Buch mich schon beschäftigt hat und mich einfach auch ermutigt hat. Und dann war meine Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun und welcher Zeitraum ist das denn und was ist das überhaupt mit dieser Morgenröte und gibt es da überhaupt Hinweise, dass wir uns in einer bestimmten Zeit befinden? Gibt es da was Prophetisches drin? Und Rick Joyner hat gesagt in diesem Buch, dass es sein Anliegen ist, dass er sagt, dass es da, dass jetzt eine Zeit eingetreten ist, wo sich ein Heer sammelt, ein geistliches Heer, das zusammengerufen wird, damit es im Reich Gottes wirksam wird. Ein geistliches Heer. Ein geistliches Heer hat keine natürlichen Waffen. Wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern unsere Waffen sind geistig. Sie sind stark für den Herrn und sie sind stark für sein Reich, um in seinem Reich die Dinge zu verändern. Ich habe schon mehrmals gesagt, die Dinge unseres Lebens, auch in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld, wie auch immer, die werden nicht da drin entschieden, wenn du mit Worten jemanden an die Wand stellst und ihn fertig machst oder wenn du eine Menge auffährst an wirklich guten Ratschlägen, sondern die Dinge in deinem Leben, in deinem Glauben, in deiner Familie, in allen Beziehungen werden im Gebet entschieden. Das ist diese übernatürliche, wie soll ich sagen, diese übernatürliche Dimension, die sich mit dem Natürlichen verbindet. Das, was wir im Übernatürlichen beten, wird sich auswirken in unserem natürlichen Leben. Und so funktioniert es eben auch mit diesem Heer, das in der Morgenröte gerufen wird, sich in der Zeit der Morgenröte sammelt und das nicht mit fleischlichen, sondern mit den Waffen des Herrn, mit den geistlichen Waffen kämpft. Und der Kampf findet statt, um eine sterbende Welt mit einem Feind, der im Moment richtig groß, stark auffährt. Wir müssen wirklich uns in ein Bewusstsein hinein bewegen, mit was wir es zu tun haben. Wir sind nicht mehr oder wir sind rausgenommen aus dieser Komfortzone. Martin hat vorhin gesagt, komm runter vom Sofa. Vielleicht betrifft es einige. Das kann schon sein. Die Zeit hat sich tatsächlich verändert.
Und ich hoffe, ich kann dich mit reinnehmen in dieses spannende Thema, und zwar eine Zeit wie diese. Ich docke da ein bisschen an diese Esther-Predigt, geboren für eine Zeit wie diese. Und heute wollen wir uns da reindenken, was hat die Morgenröte mit einer Zeit wie diese in deinem und meinem Leben zu tun. So, viele von euch kennen Texte, die mit der Morgenröte zusammenhängen, oder Lieder, die damit zusammenhängen. Ein ganz bekanntes Lied ist, oder ein ganz bekannter Psalm ist, nämlich Flügel der Morgenröte und flöge zum Ende des Meeres, so wäre auch dort deine Hand bei mir und deine Rechte würde mich halten, Herr. Das ist der Psalm 139. So, jeder kennt diesen Spruch, dieses Sprichwort von den Bauernregeln: Morgenrot, schlecht Wetter droht. Das fiel mir auch als erstes ein zu diesem Begriff Morgenröte. Und dann habe ich im Internet, in dem guten alten Internet, gestöbert. Und dann habe ich gefunden, was die Erklärung für diese Bauernregel ist. Also bei Morgenrot strahlt die Sonne von Osten her und deshalb wird der Himmel im Westen rot leuchtend. Und daher droht es auch zu kommen, dass eine Wetterveränderung kommt durch bestimmte Luftströmungen. Und dieser Wetterwechsel wird angekündigt, meistens schlechtes Wetter, durch diesen morgendlichen roten Himmel. Und ich kenne das von mir auch, wenn wir früh morgens weggefahren sind, auf eine Reise gegangen sind und das Morgenrot war da, dass wir gesagt haben, oh, das ist natürlich blöd. Wir haben uns gar nicht so drauf eingestellt. Wir dachten, heute ist schönes Wetter, obwohl wir alle Wetterbericht lesen. Aber dieses war dann eben immer verbunden mit diesem roten Himmel, diese rötliche Färbung des Himmels, die bezeichnet eine ganz bestimmte Zeit, nämlich etwa eine Dreiviertel bis halbe Stunde, bevor richtig die Sonne aufgeht und bevor es richtig hell wird. Bei all den Dingen, die der Herr mir so auf den Tisch legt, wie jetzt das mit der Morgenröte, dann habe ich schon ganz, ganz viele Jahre angefangen, immer zu prüfen, was ist Stand der Dinge in der Bibel? Was ist das biblische Zeugnis für etwas, was er mit einer Betonung in mein Leben hineinbringt? Und so habe ich es diesmal auch wieder gemacht. Ich habe in der Bibel geforscht, gelesen, Bibelstellen nachgeschlagen, Bedeutungen davon, Konkordanz gewälzt und habe ganz viele Bibelstellen eigentlich da auch gefunden. Und ich will dir sehr ans Herz legen, dass du selber nicht nur Predigten hörst und konsumierst, sondern dass du einsteigst, dass du in diese Dinge der Bibel reinkommst, dass du das Wort Gottes selber liest und selber Gott fragst, was hat das denn mit mir zu tun? Sie hat davon geredet dies und sie hat davon geredet das, oder er hat gepredigt und der Pastor hat gesagt, sondern du musst das Wort prüfen. Und prüfen heißt, wir lesen das in der Bibel, wir beten und fragen, Herr, was sagst du mir persönlich? Denn jedes Bibelwort ist dazu gegeben, dass wir wachsen, dass wir zunehmen an Reife, an Stärke, dass das Training von Gott wirklich auch in unserem Leben zum Effekt kommt. So, in der Bibel ist es eben so, dass diese biblischen Menschen damals, die hatten natürlich keine Uhr oder keine Digitaluhr oder irgendwelche solche Sachen, sondern man machte Zeit an bestimmten Naturerscheinungen fest. Man brachte das einfach in Zusammenhang. Und dann liest du, wenn du Bibeltexte liest, zur Zeit der Morgenröte oder in der Abenddämmerung oder als die Sonne am Himmel oder zur Mittagszeit oder in der Mittagshitze.
So, der Abend, der beschrieben wird, genauso beinhaltete das wie der Morgen. Da gab es eben das Essen, Opfer und Gebet. Das kannst du im Alten Testament nachlesen. Das war ein ganz, ganz wichtiger, täglich sich wiederholender Ablauf. Essen, Opfer, Gebet. Und die Nacht beginnt in dem hebräischen Kontext immer mit dem Sonnenuntergang. Und dann kommen drei Nachtwachen. Den Begriff Nachtwache, den kennst du bestimmt auch aus der Kreuzigungsgeschichte. Da geht es eben auch um diese dritte Morgenstunde oder alle diese Dinge. Bis zur Morgenröte dauerte nämlich die dritte Wache, die Morgenwache. Und da lesen wir in 2. Mose 14, Vers 24. Und um die Zeit der Morgenröte blickte der Herr in einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist cool, wenn der Herr in der Morgenröte, auch in unserer jetzt erlebten Morgenröte, eben in diesem prophetischen Zeitraum, in den wir eintreten, wenn er da auf das Heer, wenn er aus seiner Wolken- und Feuersäule auf das Heer unserer Feinde schaut. Wenn du Feinde in deinem Leben hast, wirklich Feind, wo der Teufel dich bedrängt, dann musst du wissen, der Herr schaut aus seinem Heiligtum oder wie hier bei Mose aus der Wolken- und Feuersäule auf das Heer Ägyptens. Es ist nicht so, dass ihm das entgeht, was an Feind in deinem Leben ist. Er weiß, was der Feind tut und er beobachtet ihn und er wird ihn nicht einfach immer so handeln lassen, wie er möchte. So, die Morgenröte ist die Zeit, wie gesagt, der letzten Nachtwache, so etwa zwischen 3 und 6 Uhr nachts. Und das war auch die Zeit des Aufbruchs. Wenn jemand eine Reise unternehmen wollte, dann ist er um diese Zeit aufgebrochen, denn meistens war es ziemlich heiß dann tagsüber und man musste eigentlich schon sehr früh dran sein. Es wurde auch die Morgenröte als eine Zeit des Eingreifens Gottes in eine schwierige Situation verstanden. Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, was ist jetzt das Reden Gottes in der Jetzt-Jetzt-Zeit für mich, dass es vielleicht jetzt diesen Zeitpunkt meint. Eine Zeit des Ringens, des Kampfes und doch auch eine Zeit des Eingreifens Gottes in eine schwierige Situation. Genauso wie der Morgen eine Zeit des Kampfes beschreibt, können wir das in der Bibel nachlesen. Das ist auch etwas, was du bestimmt sehr gut kennst aus den biblischen Berichten. Da kannst du lesen in 1. Mose 32, 23 bis 25. Und da ist sogar gleich zweimal die Rede von dieser Morgenröte, von diesem Zeitpunkt des Kampfes, von diesem Zeitpunkt des Eingreifens Gottes und gleichzeitig auch ein Zeitpunkt in dieser Morgenröte, wo es um den Segen Gottes ging. Und da weißt du, als Jakob in der Nacht seinen ganzen Besitz, seine Frauen und Viehzeug und alles, was er hatte, über den Jabbok gebracht hatte, ist er alleine wieder zurückgegangen. Das war also, in der Nacht hat er die alle rübergebracht und er selber ist, bevor die Morgenröte kam, ist er wieder zurück. Und dann kommt es zu dieser denkwürdigen Begegnung, wo ein Mann mit ihm ringt. Und da kannst du lesen in Vers 27, 1. Mose 32, Vers 27, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sprach, nämlich der Mann, der mit Jakob rang, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Das war der Augenblick, wo Jakob gesagt hat, lass mich los. Er war wirklich schon lange in diesen Kampf verwickelt.
Und er hat gesagt, lass mich los. Und Jakob sagt zu diesem Mann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist eine ganz wesentliche Sache in diesem Zeitpunkt der Morgenröte. Oder noch ein Ereignis, was wir auch alle kennen und was auch mit dieser Morgenröte verbunden ist, wo es zu einem wirklich wichtigen Zeitpunkt kommt, mit einer mächtigen Gebetserhörung, mit einer Veränderung, die alles verändert hat, was vorher war. Und die wird beschrieben in Josua 6, Vers 15. Denn Josuas Zug um die Stadt Jericho, lesen wir nämlich, dass er am siebten Tag sich aufmachte mit allen, als die Morgenröte aufstieg. Schau, die machten sich nicht am Abend auf, dann hätten sie vielleicht nichts gesehen. Die machten sich nicht am ganz frühen Morgen auf oder Mittag oder wie auch immer, sondern an diesem besagten Tag, da sagte er, wir wollen an diesem siebten Tag machten sie sich auf, als die Morgenröte aufstieg und zogen der Anweisung gemäß siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Das war zur Zeit der Morgenröte. Und in dieser Zeit tat der Herr Wunder, denn die Mauern von Jericho sind eingestürzt. Und jeder konnte stracks vor sich gehen und es kam zur Eroberung von dieser Festung, die für unmöglich gehalten wurde. Ein Wendepunkt, der uns noch beschrieben wird, der ist im Buch Daniel, Vers 20. Da kam es zu einem ganz, ganz wichtigen Zeitpunkt bei Daniel, nämlich er war in der Löwengrube und der König machte sich zur Zeit der Morgenröte, als zum Tagesanbruch, als nämlich der König zur Löwengrube kam, um Daniel zu fragen, ob er noch da drin ist und ob sein Gott ihn bewahrt hat. Das war ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt in diesem Bericht, der uns da überliefert ist. Im Psalm 57, da kannst du lesen, etwas Ähnliches, was auch mit diesem Löwen zu tun hat. Mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammen sprühenden liege ich. Ein Netz haben sie meinen Schritten gelegt und niedergebeugt meine Seele. Sie haben mir eine Grube gegraben und fielen selbst hinein. Wache auf, meine Seele, ich will das Morgenrot wecken. Das war geschrieben zu einem Zeitpunkt der totalen Depression, Frustration am Ende, weil der Feind anscheinend so siegreich in Davids Leben gewesen ist. Und er hat gesagt, die haben sich eine Grube gegraben, die waren so schlimm, so boshaft und haben diese Grube gegraben und sie fielen selbst hinein. Und ich will das Morgenrot wecken. Ich will, dass der Tag anbricht. Ich will, dass das aufhört mit diesem Kampf, mit dieser Herausforderung. Es ist eigentlich eine eigentümliche Formulierung, wenn er sagt, ich will das Morgenrot wecken. Denn welcher Mensch kann schon den Tag oder die Nacht oder Zeitabläufe einfach so bestimmen? Einer der tröstlichsten Verse über das Morgenrot steht in Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und rasch wird deine Heilung gedeihen. Weißt du, manchmal erleben wir Nächte, wo wir herausgefordert sind, wo wir weinen, wo wir Schmerzen haben, wo wir vor Problemen stehen, die nicht einfach so weggewischt oder wegdiskutiert werden können. Und
in diesen Zeiten der Morgenröte, in dieser Nacht, in dieser dritten Nachtwache, das ist eine ganz bestimmte Zeit. Viele Menschen werden da wach und oft ist es so, dass ihre Gedanken sie bedrängen. Oder auch, es gibt Menschen, die in dieser Zeit besonders den Herrn erheben. Ich habe beides erlebt. Manchmal weckt mich der Herr um diese Zeit und es ist einfach ein Genuss, mit ihm in dieser Zeit zu sprechen, in dieser, wenn der Tag gerade, also es ist eine besondere Zeit. Der Tag ist noch nicht da und es ist ganz, ganz still. Jedenfalls hier bei uns, wo wir wohnen. In der Stadt ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, aber es ist eine ganz besondere Zeit, diese dritte Nachtwache, diese Zeit der Morgenröte, dieses, wo es noch dunkel ist und noch nicht hell. Aber es gibt diesen Zwischenraum und da finden oft auch Träume, die Gott uns gibt, statt. Da findet Reden Gottes statt. Da gibt es prophetische Eindrücke, Visionen. Da gibt es wirklich dieses... ich glaube, es liegt daran, dass wir im Geist dann offen sind und nicht so viel abgelenkt sind, sondern der Herr kann dann zu uns und zum Herzen sprechen und wir können das besser aufnehmen. In 2. Samuel 23, Vers 4 kannst du lesen, der Fels Israels hat zu mir geredet, wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in Gottesfurcht herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, am Morgen ohne Wolken durch ihren Glanz. Und das sind alles Texte, das sind alles Worte der Bibel, wo es sich um diesen Zeitpunkt dieser Morgenröte, dieses Lichtes am Morgen, diese... Ja, es ist noch nicht die Sonne der Gerechtigkeit, aber es ist diese Zwischenphase. Und im Ganzen von all diesen biblischen Zusammenhängen habe ich herausgefunden, dass es immer um diese prophetische Sicht auf Jesus geht. Es geht eigentlich immer darum, dass er als der Siegreiche, als der Glanz am Morgen, in der Helligkeit, in der Herrlichkeit wird er kommen. Und im Ganzen hat dieser Zeitpunkt der Morgenröte mit unserem Glaubensleben und auch mit dem Jetzt-Jetzt-Leben von uns zu tun. Wir sind in eine Zeit eingetreten, ihr Lieben, die hätte keiner für möglich gehalten. Und es ist eine Zeit, die uns sehr herausfordert. Politisch, gesellschaftlich, sozial, ganz persönlich sind wir herausgefordert und es fordert unser Glaubensleben heraus. Denn wir merken alle diese, auch diese sozialen Spannungen. Wir merken die Spannungen auf der Gemeinde, in den Beziehungen. Es ist ein System dahinter, was wirklich in diese ganzen Beziehungen hineinwirken will. Und es ist für viele sehr schwierig geworden. Wir haben auf der einen Seite Leute, die sagen, wir müssen uns wehren. Und auf der anderen Seite, wir dürfen nichts sagen. Versteht ihr? Es ist da eine sehr schwierige Zeit angebrochen. Und für viele Gläubige ist es jetzt viel realer geworden, dass jetzt diese Zeit der Wiederkunft des Herrn angebrochen ist und dass wir wirklich in diesen endzeitlichen Tagen angekommen sind. Ich weiß, das ist für viele irgendwie, da will ich nichts mit zu tun haben und ich will doch eigentlich nur das, was ich vorher hatte, das will ich doch wieder haben. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass ich das in meinem Leben noch so erlebe, aber trotzdem sollten wir nicht überrascht, mutlos, frustriert sein, sondern die Ankunft unseres Herrn erwartungsvoll annehmen, uns darauf vorbereiten. In der Bibel wird dieses Ereignis als Tag des Herrn bezeichnet. Und diese kälteste Zeit des Tages, die ist tatsächlich kurz vor der Morgenröte, kurz vor diesem Zeitpunkt, wo die Morgenröte kommt. Und einige Bibellehrer, die sagen deshalb, dass man auch das prophetische Reden so interpretieren kann oder muss, dass wir jetzt schon im Tag des Herrn leben. Und dass die Welt sich im Abschnitt des Abends befindet
und dass es vor dem Anbruch des Tages wahrscheinlich noch kälter und dunkler werden wird. Und das ist etwas, was ich im Moment auch vom Geistlichen her spüre und wahrnehme, dass es wirklich sehr, sehr eng wird. So, also sei jetzt nicht frustriert, sag nicht, oh Mann, jetzt kommt das auch noch und jetzt so negativ und alles. Warte, das Beste kommt noch. So, Rick Joyner schreibt in diesem Buch, von dem ich berichtet habe, Das Heer der Morgenröte, in 1. Mose können wir lesen, dass festgelegt wurde, dass ein Tag stets mit dem vorherigen Abend beginnt. Und so müssen wir durch die Finsternis gehen, um die Morgenröte zu sehen. Ihr Lieben, wenn wir jetzt erwarten oder sehen und erleben, wie finster es ist in der Welt geworden ist, dann können wir nicht einfach sagen, oh, es ist so finster und ich will gar nicht und ich grab mich in mein Häuschen oder ich mach mir eine Kerze an und warte, dass endlich alles vorbei ist und Hauptsache, ich bin entrückt oder so. Ihr lieben Leute, warte mal. Wir warten auf diese Morgenröte, wir warten auf den Morgen, wir warten auf diese aufgehende Sonne der Gerechtigkeit. Wir warten auf das, dass Jesus kommt und dass er ein Gnadenfenster für uns öffnet und dass wir einen Zeitpunkt der Ernte noch erleben werden. Wir wollen jetzt noch viele, 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 viele Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen nicht jetzt einfach, Hauptsache ich und die kleine Schar, Hauptsache wir sind entrückt und sind weg von hier, sondern wir brauchen jeden. Wir brauchen jedes Licht in dieser dunklen, dunklen Zeit, in dieser wirklich herausfordernden Zeit. Wir brauchen jedes Licht, das es hell macht, dass wir wirklich in diese Ernte, in diese Endzeit-Ernte eintreten können. So, niemand mag das mit der Trübsal hören, niemand mag von Leiden und Angst und Frustration und all dem hören. Und manche von uns, unter uns, die haben jetzt schon wirklich damit zu kämpfen, mit Jobverlust, mit Arbeitsverlust, Geldverlust, mit all diesen Dingen. Und dennoch, ich empfinde, es ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir uns nicht wegducken, dass wir nicht sagen, ich will davon nichts hören und nichts wissen, sondern dass wir ein Fundament graben, so es noch nicht da ist. Dass wir ein Fundament fester machen, wenn wir es schon haben. Und dass wir vorbereitete Menschen sind und nicht Menschen, die überrascht werden von den Zeichen der Zeit. Jesus hat gesagt, wenn ihr das alles seht, wenn ihr das alles hört, wenn ihr das Geschehen seht, wenn das in eurem Leben zu sehen ist, dann wisst, erhebt eure Häupter, dann duckt euch nicht weg, sondern dann erhebt eure Häupter. Menschen, die dem Herrn vertrauen und die mit ihm leben und diese Zeit mit ihm leben, die wissen, er ist immer an unserer Seite. Er wird uns nicht im Stich lassen. So, die Frage ist, wie nah sind wir denn nun dieser Morgendämmerung? Sind wir jetzt in tiefster Nacht oder ist die Nacht schon ein bisschen zu Ende? Oder ist denn diese Morgendämmerung schon gekommen? Und der Rick Joyner schreibt dazu, die Prophetien der Bibel nennen uns viele Zeichen, anhand derer wir die ungefähre Zeit der Morgenröte, der Morgendämmerung bestimmen können. Und sie sagen, dass wir uns rapide auf die Zeit zubewegen, in der die tiefste Finsternis über die Erde kommen wird. Jesus selbst sprach mit seinen Jüngern über Zeiten der Bedrängnis, die kommen werden. Aber, jetzt musst du gut zuhören, sein wichtigstes Wort für diese Zeit war, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Es wird eine Zeit großer Verunsicherung und Finsternis sein, aber, und jetzt kommt nochmal ein Aber, musst gut zuhören, aber nicht für diejenigen, die sowohl Licht sind, wie auch im Licht leben. Wenn die Welt in immer größere Verwirrung und Orientierungslosigkeit versinkt, wird der Herr einige von denen senden, nämlich in diese Ernte,
deren Licht am hellsten in der Dunkelheit leuchtet. Hey, du und ich, wir sollen solche sein, die hell sind, deren ganzes Leben hell ist, die Hoffnung sprechen, Zuversicht reden, die eine Schau haben, die ein anderes Leben, einen anderen Geist in sich tragen. Und wir sollen solche sein, die in der Dunkelheit leuchten. Auf die Finsternis, diese kälteste Zeit, wird eine strahlende Morgenröte folgen, die eine nie dagewesene Freude auf die Erde bringen wird. Aus dieser strahlenden Morgenröte wird das herrlichste aller Zeitalter hervorgehen. Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge werden folgen. So, das hat mich ermutigt. Wisst ihr, wenn wir die Zeichen der Zeit jetzt wahrnehmen, es ist nicht mehr so wie vor 8, 9 Monaten, dann wollen wir doch nicht die sein, die sich wegducken und sagen, ich will es nicht sehen, nicht wissen, nicht hören, sondern wir wollen die sein, die sich nach dem Licht ausstrecken, die sagen, Herr, jetzt musst du in mir noch heller, in mir noch mehr Licht, noch mehr Herrlichkeit, noch mehr von dir, alles von dir. Es muss alles zum Leuchten gebracht werden, damit ich ein Mensch bin, der in dieser Zeit ein Licht bin. Ich habe, als ich dieses Ganze mit diesen Bibelstellen, Buch und alles das gelesen und studiert habe, da wurde ich erinnert auch noch an eine Geschichte, die kannst du lesen in Lukas 24 ab Vers 13. Denn das ist eine Geschichte, die eigentlich so ein bisschen eher zu Ostern gehört und die kennst du wahrscheinlich auch aus diesen Osterberichten, Osterpredigten, Erzählungen. Das ist dieser Bericht, diese Geschichte, wo diese zwei Männer unterwegs sind und sich über die Ereignisse der letzten 3 Tage in Jerusalem unterhalten. Und während sie sich unterhalten, kommt ein Dritter dazu und sie sind ganz erstaunt, dass der anscheinend gar nicht weiß, was da passiert ist. Und sie sagen ihm, hey, bist du nicht orientiert? Hast du keine Ahnung? Hast du nichts gehört, was da passiert ist? Das war doch die Geschichte, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und das war doch der, auf den wir alle Hoffnung gesetzt hatten. Sie sagen nämlich, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Aber naja, hat ja nicht so funktioniert. So, in ihrem Reden kommt ihr ganzer Frust und ihre ganze Enttäuschung raus. Und dann entwickelt sich das Gespräch so, dass Jesus ihnen die Schrift auslegt. Er sagt, von Mose bis über die Propheten, bis alles, was so passieren musste. Und er erklärt ihnen nochmal diesen ganzen, ich würde mal sagen, heilsgeschichtlichen Verlauf. Und als sie sich dann schließlich diesem Dorf nähern, da ist es so, dass Jesus weitergehen will. Aber sie sagen, nee, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und da habe ich dran nachgedacht und dachte, hey, das ist genau der Zeitpunkt, in dem wir uns vielleicht jetzt auch befinden. Es ist Abend geworden, der Tag hat sich geneigt. Und wir sind genau die, die auch sagen, Herr, bleib bei uns, geh nicht weg, bleib mit uns auf dem Weg, sei an unserer Seite und geh nicht von uns weg. Und als sie sagen, bleib bei uns, der Tag hat sich geneigt, komm mit rein. Und sie laden ihn ein und er geht mit ihnen rein. Sie nehmen das Essen ein und dann kommt es zu diesem Augenblick, dass Jesus das Brot nimmt, dankte, es bricht und ihnen gibt. Und da, in dem Moment, werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen ihn. Und im gleichen Moment ist er nicht mehr zu sehen. Dann kommt meine Lieblingsbibelstelle. Die habe ich in meiner Bibel, Martin hat gesagt, rot, grün, blau, irgendwas. Die ist ganz dick, fett angestrichen. Und sie sagen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete.
Das ist etwas, was ich ganz oft bete. Herr, gib mir dieses Brennen. Gib mir dieses Herzbrennen für dich, für deine Ziele, für dein Leben, für das, was du als Job Description für mein Leben gedacht hast. Gefangene freizusetzen, Ketten zu lösen, Bindungen zu lösen, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn, Hingabe an dich. Das ist das, was ich unterbrannte, nicht mein Herz, als er von den Dingen geredet hat. Und dann heißt es in dem Text, und noch zur selben Stunde, also die machten quasi auf dem Absatz kehrt, und sie kehren nach Jerusalem zurück und sie finden die 11 versammelt und die, welche zu ihnen gehörten. Also die haben dann auch nicht gespart mit, nochmal Kraft, den Weg wieder zurückzulaufen, denn das waren schon 3-4 Stunden, die sie da gelaufen waren. Sondern die hatten so ein Brennen im Herzen, dass sie den anderen mitteilen wollten, was sie erlebt hatten. Und das ist das für mich Wichtige. Wir sollen Menschen sein, die mit dem Licht im Kontakt waren, die Jesus die Tür aufgemacht haben, die ihn reingebeten haben. Und es heißt, so jemand Gemeinschaft hat mit mir und ich mit ihm. Wenn er reinkommt, wenn er nicht mehr vor dieser Herzenstür stehen bleiben muss, sondern in diese Gemeinschaft reinkommt. Jesus bleibt bei ihnen. Und das ist das Tröstliche, Tröstliche für uns. Selbst wenn wir jetzt in eine Zeit reingehen, die dunkel ist, die prophetisch angekündigt ist, dass es zu mehr Erschütterungen kommen wird. Wir haben das über die letzten Wochen immer wieder betrachtet, diese Dinge. Dann musst du wissen, der Herr ist bei dir. Er ist zu dir in dein Leben hineingekommen, wenn du ihn angenommen hast. Und er wird bei dir bleiben. In aller Orientierungslosigkeit, in aller Ohnmacht, in aller Verwirrung sagen die Jünger, bleib bei uns, denn der Tag hat sich geneigt. Wenn wir jetzt in diese Zeit zunehmender Dunkelheit kommen, dann wollen wir mit ihm unterwegs sein. Wir wollen uns nicht zu Hause hinsetzen, Tür zu und warten, dass alles vorbeigeht, sondern wir wollen auf das Wort hören. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir wollen nicht loslassen, sondern wir wollen einladen. Dann wollen wir uns wehren gegen jede Furcht, gegen jede Frustration, gegen jedes, ach du meine Güte, jetzt wird das auch noch unfurchtbar, sondern wir wollen die sein, die ihre Hacken eingraben, die sich gerade hinstellen und sagen, Herr, du hast es gesagt, ich bin der, der dir nachfolgen will und ich werde mit dir laufen und du wirst mit mir sein. Du wirst mit mir an dem Abend sein, du wirst mit mir sein in der tiefsten Nacht meines Lebens und du wirst bei mir sein, wenn die Morgenröte aufsteigt und ich werde den hellen Morgen erleben. Wende dich dem Licht der Morgenröte zu. Der Sonnenaufgang, der wird dein Leben hell machen. Und wenn wir ihm erlauben, dass er das Brot des Lebens für uns wird, wenn wir Anteil an ihm haben, dann können wir wahrhaftig unser Haupt erheben und können sagen, wenn er bei uns ist, dann sind wir mit ihm. Und das Blut des Lammes ist gegeben für mich und ich werde überwinden. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir neu lernen, Abendmahl und diese Dinge uns wirklich zu uns zu nehmen. Die Zeit der Morgenröte kommt, die Zeit, wo das Licht die Dunkelheit durchbricht. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und der Dunkelheit folgt dieses große Licht. Und Licht bedeutet immer Hoffnung. Lass dir nicht deine Hoffnung wegschwätzen. Lass dir nicht deine Hoffnung rauben. So, Jesus sagt, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht überwältigen. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir nichts zu fürchten. So, ich habe noch ein paar Punkte, die zum Beten
sehr gut geeignet sind, dass wir proklamieren, dass wir zu den Leuten gehören, die im Volk Gottes aufstehen, dass wir aufstehen gegen die Mächte der Finsternis und dass wir wirklich von Licht umgeben sind, von Licht durchflutet sind, dass wir im Licht sind, wie er Licht in uns ist, dass wir zu dem wir berufen sind, Ja sagen und uns auf den Weg machen. Wir müssen dem Training, was Gott für uns hat, was Jesus mit uns tun will, dieses Training, dem müssen wir zustimmen. Wir wollen immer tiefer, tiefer, tiefer mit seinem Wort verbunden sein. Wir wollen uns damit beschäftigen. Ich proklamiere, dass wir ihn immer besser hören, dass wir immer besser seine Anweisungen folgen, dass wir immer mehr Kraft empfangen, Trost, Zuversicht, das Wirken des Heiligen Geistes in uns wird das hervorbringen. Dann werden wir seine Strategien entdecken, auch Strategien für unser Gebetsleben, für unser Glaubensleben. Und wir können wirklich reden, wie er es gesagt hat. Wir sollten mehr uns auch noch damit beschäftigen, dass wir die dass wir Engel an unserer Seite haben, dass wir Engel beauftragen, dass wir mit Engeln unterwegs sind, dass wir nicht einfach sagen, hoch, das mit den Engeln ist aber komisch, sondern Engel sind gesetzt als dienstbare Geister, um mit uns zusammenzuarbeiten, damit das Reich Gottes hervorkommt. Vielleicht bist du als ein Anbeter in der Zeit der Morgenröte berufen. Das möchte ich niemandem aufzwingen. Ich möchte nicht sagen, du musst aber jetzt jede Nacht um 3 Uhr aufstehen und musst bis um 6 Uhr beten. Oder das muss immer ein persönlicher Auftrag von dem Herrn sein, für den, den er dazu beruft. Aber wenn du es hörst, dann solltest du aufmerksam sein und darauf achten. Wir sind nicht nur berufen, selber errettet zu sein und irgendwie es in den Himmel zu schaffen, sondern dass wir in unserer Bestimmung laufen und unterwegs sein. Lass uns Menschen sein, die sich darüber bewusst sind, dass wir in einer bestimmten Zeit unterwegs sind und dass wir das Hervorbrechen der Morgenröte erwarten. Und dass wir nicht in der Zeit, die davor ist, in dieser prophetischen Zeit, die jetzt da ist, dass wir da nicht uns selber in Frustration oder all diesen Dingen aufhalten, sondern dass wir aufstehen und sagen, ich bin Licht, weil der, der in mir lebt, Licht ist und größer ist als der, der in der Welt ist. Unser Herr wird siegreich sein. Der Tag des Herrn kommt, diese Morgenröte zieht auf, der helle Morgen kommt und Jesus wird den Sieg behalten. Ich habe eine Geschichte gefunden in einem Buch von Jonathan Kahn. Das ist ein sehr wertvolles Buch und ich habe Martin gebeten, dass er uns diese Geschichte, die zu meinem Thema passt, vorliest. Und ich bin wirklich davon sehr begeistert gewesen, weil sie echt so einen ganz praktischen, erzählerischen Effekt hat von dem Licht und der Dunkelheit. Ja, aus dem Buch Der Lehrer und sein Schüler. Genau. Der Lehrer führte mich auf eine Terrasse außerhalb seines Wohnbereiches, wo wir uns an einen Tisch setzten. Auf dem Tisch stand eine brennende Kerze. Der Himmel wurde dunkler. Als wir uns zuerst hingesetzt haben, sagte er, schien die Sonne noch, sogar auf die Kerze. Das Licht der Kerze verschmolz mit dem Tageslicht. Die beiden Lichter waren im Einklang miteinander. Aber was geschah dann? Es wurde dunkel, antwortete ich. Dann war das Licht der Kerze nicht mehr im Einklang mit seiner Umgebung. Es verschmolz nicht mehr damit. In dem Maß, wie der Himmel dunkler wurde, hob sich die Kerze immer drastischer von ihm ab.
Nicht die Kerze hatte sich verändert, sondern alles um sie herum. Sie leuchtete im deutlichen Kontrast zu ihrer Umgebung und gegen die Dunkelheit. Und was offenbart das, fragte ich. Die Kerze tagsüber, sagte er, repräsentiert den Gläubigen, der inmitten einer christlichen Zivilisation leuchtet. Sein Licht verschmilzt mit der ihn umgebenden Kultur. Diese Kultur ist im Einklang mit dem Licht, zumindest äußerlich, und unterstützt sie augenscheinlich. Aber die Kerze in der Nacht repräsentiert den Gläubigen, der inmitten einer nachchristlichen, einer vom Glauben abgefallenen Zivilisation, einer antichristlichen, antibiblischen, antigöttlichen Zivilisation leuchtet. Die kulturellen und äußeren Stützen wurden hier entfernt. Das Licht des Evangeliums und seine umgebende Kultur befinden sich nicht mehr in Harmonie. Die umgebende Kultur steht nun immer mehr im Widerspruch zum Licht. Das Licht kann sich nicht mehr in das Gesamtbild einfügen. Es muss nun immer mehr im Kontrast zu seiner Umgebung herausstechen und immer mehr gegen die Strömung anleuchten. Wenn du eine Wahl hättest, welche Kerze wärst du lieber? Die Kerze des Tages oder die Kerze der Nacht? Die Kerze des Tages. Aber es ist die Kerze der Nacht, die die Welt verändert. Die Kerze, die im Tageslicht leuchtet, kann kaum wahrgenommen werden. Aber die Kerze, die in der Dunkelheit leuchtet, kann man noch kilometerweit sehen. Genau dann, wenn es am schwersten für das Licht ist zu scheinen, ist es am dringlichsten, dass du es tust. Genau dann, wird das Licht am meisten benötigt. Und dann wird das Licht auch seine stärkste Leuchtkraft entfalten. Fürchte daher niemals die Dunkelheit. Du bist ein Licht. Amen. Leuchte in die Dunkelheit, insbesondere in die Nacht hinein. Und du wirst die Welt erhellen. Yes, danke. Das ist eine Story, die hat mir sehr gut in diesem Zusammenhang mit dem Licht gefallen. Auch wenn es jetzt dunkel um uns wird, auch wenn wir uns schon wirklich in starken Herausforderungen befinden. Es gibt dieses Licht in uns. Und Jesus ist das Licht. Und ich möchte jetzt beten für jeden, der mit diesem Gedanken zu tun hat, ich will aber nicht, dass es dunkel wird. Ich will aber das haben, was ich vorher immer hatte. Ich will nicht, dass mein Leben irgendwie beschnitten wird. Ich will nicht dies oder ich will nicht das. Ich möchte wirklich dir Mut zusprechen. Ich möchte proklamieren, Herr, dass du mit deiner Kraft, mit deiner liebevollen Art zu jedem von uns sprichst, der Not hat, der Mühe hat, sich mit diesem Gedanken der Dunkelheit und dieser Herausforderung zu beschäftigen. Ich bete, dass jeder von deinem Licht noch mehr ergriffen wird, als er es bis jetzt ist. Ich proklamiere, dass Licht in uns aufsteigt, dass wir wirklich leuchten. Und ich proklamiere, dass die Angst weicht. Ich proklamiere, dass diese Angst vertrieben ist in dem Namen Jesus. Ich proklamiere, dass wirkliche Freiheit aufsteht, dass wir unser Haupt erheben, dass wir nicht diese Zeiten fürchten, sondern dass wir sagen, Herr, du kommst wieder. Das ist das, wofür ich angetreten bin. Das ist das, wofür ich lebe. Der Herr kommt und ich gehe ihm entgegen. Und wenn ich schon auf dem Erntefeld bin, ich werde jemand sein, der mit seinem Licht erfüllt ist, der strahlend ist, der gesehen wird von den Menschen, die da draußen ist. Wir brauchen Erntearbeiter, die hell leuchten. Und Herr, ich proklamiere, dass solche hier unter uns sind. Das sind die Erntearbeiter, die du in deine Ernte sendest. Du sagst, ich bin Licht und du sollst ein Licht leuchtend sein. Und wir werden eine große Ernte erleben. Und ich möchte dir wirklich den Segen Gottes zusprechen. Ich möchte dir zusprechen, dass der Herr dich befähigen wird, dass er dich ausrüsten wird, dass du nicht alleine da rumstehst oder rumgehst, sondern er ist stark in dir. Du bist nicht schwach, sondern stark in dem, der dich gerufen hat. Der dich ruft, wird dich ausrüsten. Der dich sendet, wird bei dir sein. Der dich hell macht, ist selber das Licht. Der in dir lebt, ist größer als der in der Welt
ist. Und ich proklamiere, dass das in deinem Leben hervorkommt. Und du wirst eine leuchtende Kerze in dieser Dunkelheit sein. Und wir werden alle die Zeit der Morgenröte sehen. Und wir wollen zu diesem Heer der Morgenröte gehören, dass wir mit den Waffen des Geistes kämpfen in einer sterbenden Welt für ein siegreiches Hervorkommen des Reiches Gottes. Amen.